Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr ganz ohne die Amiibo-Karten und ohne fremde Hilfe von anderen Spielern trotzdem mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit euren Wunschbewohner auf eure Insel bekommen könnt. Natürlich geht es das, wenn ihr nur neue Bewohner habt, jederzeit Meileninseln besucht und dort nach eurem Wunschbewohner sucht, aber die Wahrscheinlichkeit auf den zu treffen, ist ziemlich gering. Denn es wird tatsächlich so berechnet, das hat man jetzt beim Data Mining herausgefunden, dass erst eine von den 35 Rassen ausgewählt wird, das heißt Hund, Katze, Nilpferd, Elefant, ihr wisst ja, die ganzen 35 Tiersorten, und dann erst einer von denen zufällig ausgewählt wird. Das heißt, euer Wunschbewohner ist dann erstmal ein 35stel mal 1 von 23, wenn es zum Beispiel Katzen betrifft. Und das ist dann eine sehr, 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 sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dieser Methode auf euren Wunschbewohner kommt. Und wir reden hier wirklich nur von dem einen Wunschbewohner, den ihr unbedingt haben wollt. Ihr braucht dazu massenweise Meilentickets, um den zu bekommen, ohne die Amiibo-Karte zu haben. Aber es gibt noch eine zweite Methode und die ist mit dem Campingplatz möglich. Natürlich braucht ihr dafür erstmal den Campingplatz, ist ja wohl logisch. Und es gibt eine wirklich grandiose Anleitung dafür, wie das Ganze geht, die ich euch gleich erklären werde. Ist auf Englisch zwar, aber trotzdem für euch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Der zweite Link direkt nach dem Discord. Der große Vorteil von dieser Methode ist, dass sie auch klappt, wenn ihr schon 10 Bewohner auf eurer Insel habt. Das ist ja eigentlich der Main-Fokus. Wenn ihr nämlich nur 9 habt, könnt ihr jederzeit Meileninseln besuchen. Wenn ihr schon 10 habt, taucht auf den Meileninseln keiner mehr auf, aber auf dem Campingplatz eben. Und man hat jetzt mit dem offiziellen Begleitbuch die genauen Wahrscheinlichkeiten. Nachdem ihr einen Besuch auf eurem Campingplatz hattet, wird für 1 bis 2 Tage keiner mehr da sein. Dann, nach 3 Tagen, ist die Wahrscheinlichkeit bei 5%. Nach 4 Tagen ist sie bei 10%, nach 5 Tagen bei 15% und nach 6 Tagen bei 20%. Und darüber hinaus bleibt sie eben bei 20%. Das heißt, falls ihr gerade zum Beispiel jemanden per Amiibo-Karte gerufen habt, den ihr aber gar nicht bei euch einziehen lassen wollt oder eben nach einem anderen Wunschbewohner jetzt Ausschau haltet, nachdem der eingezogen ist, braucht ihr 1 bis 2 Tage, damit überhaupt die Wahrscheinlichkeit etwas ansteigt. Am besten ist es natürlich mit der Zeitspringmethode. Einfach die Zeit umstellen, 6 Tage nach vorne springen, gucken, ob da jemand beim Zeltplatz ist. Einfach die Durchsage von Melinda abwarten. Falls nicht, wieder ausmachen, einen Tag vorspringen, Durchsage abwarten, falls nicht, weiterspringen. Und falls die Durchsage kommt, checkt ihr den Campingplatz aus. Falls es nicht der Wunschbewohner eurer Wahl ist, geht ihr nochmal 6 Tage nach vorne und macht das ganze Prozedere immer weiter und weiter. Wie gesagt, die genaue Auflistung mit den ganzen Schritten ist für euch in der Videobeschreibung verlinkt, auf Englisch. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Credit nehmen. Ich bin nicht der, der die Methode gefunden hat. Da sind natürlich Dataminer am Werke, plus noch die Leute, die das Begleitbuch haben, um noch die ganzen Sachen zu bestätigen. Es funktioniert auf jeden Fall, aber es braucht sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, falls ihr nicht in der Zeit springen wollt, so wie ich, dann ist die Methode nicht wirklich was für euch. Aber ich weiß ja, wie viele damit kein Problem haben. Deswegen stelle ich das sehr, sehr gerne online zur Verfügung, damit ihr das eben ausnutzen könnt, um an eure Wunschbewohner zu kommen. Und hey, wer weiß, vielleicht könnt ihr ja dann die, die ihr nicht wollt, ausziehen lassen, im Discord Bescheid geben und vielleicht kann man so dann die Wunschbewohner austauschen. Jedenfalls geht es dann darum, dass man irgendwie erhöhen möchte, wer da genau beim Campingplatz auftaucht. Und es ist so, und das wurde wirklich bestätigt, dass mit einer 60% Wahrscheinlichkeit genau die Persönlichkeiten von Bewohnern kommen, die euch noch auf der Insel fehlen. Beispielsweise, wenn ihr zum Beispiel von den 10 Bewohnern alle Persönlichkeiten habt, bis auf zum Beispiel die große Schwester, wie bei mir hier die Caroline. Wenn euch diese Persönlichkeit fehlt, dann wird sie beim Campingplatz mit 60% Wahrscheinlichkeit auftauchen. Mit 40% Wahrscheinlichkeit wird demnach irgendeine andere Persönlichkeit auftauchen, die ich schon auf der Insel habe. Falls euch zum Beispiel 2 Persönlichkeiten fehlen, dann ist jede von denen auf 30% und der Rest auf den übrigen 40% verteilt. Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt. Mir fehlt die große Schwester, sagen wir mal, und es gibt davon 30 Bewohner. Ich glaube, es gibt 22 oder so. Bin mir nicht ganz sicher, was die genaue Zahl angeht, aber nehmen wir jetzt mal 30 als Beispiel. Dann habe ich eine 60% Wahrscheinlichkeit, dass eine von den 30 zu mir kommt. Und wenn ich eben genau die Liste kenne, und die Liste gibt es natürlich online, welche Bewohner es da gibt bei den Persönlichkeiten, auch dieser Link ist für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da mal nachgucken wollt, wen ihr da eigentlich haben möchtet.
dann könnt ihr das Ganze zu eurem Vorteil manipulieren, indem ihr alle anderen Persönlichkeiten auf eure Insel einladet. Wie ihr das macht, da gibt es verschiedene Methoden. Um Bewohner ausziehen zu lassen, ist es am besten natürlich, sie zu ignorieren. Aber das ist auch eine zeitintensive Methode. Am besten nutzt ihr einfach Amiibo-Karten aus. Auch wenn ihr die nicht unbedingt permanent haben wollt, es geht nur darum, die Persönlichkeiten auf eurer Insel zu bekommen, um den einen Wunschbewohner, den ihr unbedingt über alles haben möchtet, wie zum Beispiel Huschke, den auf eurer Insel zu bekommen, indem ihr alle anderen Persönlichkeitsplätze ausfüllt. Und dann als Beispiel hat man eben eine 60% Wahrscheinlichkeit, um einen dieser 30 Bewohner zu bekommen. Wenn man dann den ersten hat, den man nicht möchte, geht man weiter, springt wieder 6 Tage nach vorne, damit man diese 20% Wahrscheinlichkeit hat, dass dann ein Campingplatzbewohner auftaucht. Falls dann wieder der Falsche da ist, macht man immer so weiter und die Liste wird immer kleiner, denn die Wiederholungen sind so gut wie unmöglich. Soweit ich weiß, kommen die nicht vor. Es ist also, wenn ihr jetzt die erste große Schwester hattet, die ihr nicht möchtet, ist die von der Liste weg. Dann gibt es nur noch 29 von den Persönlichkeiten, die auftauchen können. Dann 28, 27. Irgendwann mal wird die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr genau den Bewohner bekommt, den ihr auch haben möchtet. Dann lasst ihn natürlich einziehen. Und was muss man dafür machen? Das Spiel mit den Karten gewinnen. Hier ist es jetzt sehr, sehr wichtig. Ihr wollt natürlich auch möglicherweise Bewohner behalten. Ihr wollt natürlich nicht alles dem Zufall überlassen. Und wenn ihr dieses Kartenspiel gewinnt, dann wird natürlich ein zufälliger Bewohner ausgewählt, der ausziehen soll. Beendet diesen Dialog nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Dialog, wo gesagt wird, der und der hat gesagt, er könnte ausziehen. Wollt ihr das machen? Beendet diesen Dialog nicht, sondern beendet das Spiel. Ihr müsst dann zwar nochmal das Kartenspiel wiederholen, das sollte aber kein Problem sein, denn auch wenn ihr 5 bis 6 Mal daneben liegt, irgendwann mal wird der Bewohner Mitleid mit euch haben und sagen, okay, ich ziehe ein. Dann wird er nochmal zufällig jemanden auswählen, der rausgekickt werden soll. Falls ihr damit wieder nicht einverstanden seid, nochmal Spiel neu starten, falls das endlich mal ein Bewohner ist, den ihr auch rausgekickt haben möchtet, stimmt zu und dann wird der Bewohner sofort alles in Kartons verfrachten. Falls ihr den abgeben wollt, sofort Bescheid sagen. Das ist nämlich nur noch bis um 5 Uhr in der Früh dann möglich. Danach ist das Grundstück wieder leer. Aber wichtig, gebt dann auf jeden Fall nochmal dem Spiel eine Chance, indem ihr am nächsten Tag nochmal vorbeiguckt. Nicht direkt 2 Tage nach vorne springen, denn ansonsten kann es sein, dass es einen Glitch gibt und die äußere Fassade vom Haus die vom letzten Bewohner ist und nicht mehr vom neuen Bewohner. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das nochmal gepatcht wird, aber das ist auf jeden Fall momentan der Fall. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr einen Bewohner vom Campingplatz reinholt in eure Stadt, nicht direkt 2 Tage nach vorne springen, sonst kann es sein, dass die äußere Fassade sich verglitscht und die vom ursprünglichen Bewohner ist und nicht vom neuen. Aber das nur so nebenbei. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Ich weiß, es ist ziemlich kompliziert, deswegen ist hier auch nochmal das Dokument unten in der Videobeschreibung. Kurz zusammengefasst. Amiibo-Karten sind zwar natürlich immer noch die beste Methode, aber falls ihr die nicht habt, ist die Campingplatz-Methode jetzt euer Go-To-Special. Wenn ihr nicht in der Zeit reisen wollt, ist die natürlich ziemlich schwierig, aber trotzdem möglich. Wenn ihr in der Zeit reist, dann ist das eure Wunschmethode. Ihr sucht euch einen Charakter aus, den ihr unbedingt haben möchtet, füllt eure Insel mit den anderen Persönlichkeiten auf. Das können dann auch nur temporäre Bewohner sein. Ist dir nur wichtig, dass genau dieser eine kommt, den ihr unbedingt haben wollt, über alles. Darum geht es hier in der Methode. Dann startet ihr das Spiel, springt 6 Tage nach vorne, startet erneut, guckt, ob ein Campingplatzbewohner da ist, falls nicht, nochmal einen Tag nach vorne, so lange bis Melinda sagt, ein Campingplatzbewohner ist da, guckt nach, falls es nicht der ist, den ihr haben möchtet, nochmal 6 Tage nach vorne, weil dann eben immer die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass erneut ein Campingplatzbewohner da ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60%, dass genau die Persönlichkeit auftaucht, die euch noch auf der Insel fehlt. Und da gibt es dann eben eine bestimmte Liste an, sagen wir mal 30 Bewohnern, die dieser Persönlichkeit angehören. Und jedes Mal, wenn ihr einen davon bekommt, könnt ihr eine von der Liste streichen. Und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass ihr genau den Wunschbewohner bekommt. Und so könnt ihr das dann machen. Wichtig, wenn ihr ihn einziehen lasst, dass natürlich ihr davor abspeichert, damit ihr nicht immer die Durchsage von Melinda hört. Und falls er beim Campingplatz ist, dann eben immer wieder dieses Kartenspiel wiederholen, bis genau ein Bewohner rausgekickt wird, mit dem ihr auch zufrieden seid. Ansonsten natürlich schnell ausmachen, nicht den Dialog beenden. Und so sollte es klappen, dass keiner eurer Wunschbewohner auszieht und ein weiterer mit auf eure Insel kommt. Ich weiß, es ist ziemlich kompliziert, aber was macht man nicht alles, um genau
die perfekten Bewohner für seine Insel zu bekommen. Naja, ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen und vor allem geholfen. Ich weiß, dass es kompliziert ist. Ich habe es so verständlich wie möglich versucht zu erklären. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Von Mananika, The Prophet, Chrisse, Blackout, Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fuzzle, Matze, Papa Joe, Robin, Tamara, Markus, Chito, Gerhard, Jin, Marcello, Ralf, Shark, Tristan, Alex, CDB, Big Chris TV, Sandy Melsny, Julian, Lil Assassin, Dario und Franzi. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.